Neues Jahr, neues Glück. Die beiden deutschen Topsprinter Marcel Kittel und André Greipel wagen im neuen Jahr den Angriff auf den Thron von Mark Cavendish. Kurze Zeit nach dem Armstrong-Geständnis beginnt mit der Tour Down Under am 22. Januar in Australien die Radsaison 2013. Kittel und Greipel werden dort in Abwesenheit von Topstar Cavendish das erste Mal beweisen müssen, wie stark sie wirklich sind. Für den Rostocker André Greipel war das Jahr 2012 schon ein ganz besonderes. Na gut, für mich persönlich war es natürlich das erfolgreichste Jahr meiner Karriere. Ich habe natürlich der Mannschaft auch viel zu verdanken, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und 2012 werde ich, denke ich mal, so schnell nicht vergessen. Jetzt beginnt aber auch für ihn eine neue Zeitrechnung. Neues Jahr, neues Glück. Das Motto gilt aber ganz besonders für Marcel Kittel. Der 24-Jährige war 2012 vom Verletzungspech verfolgt. Bei der Tour de France musste er früh aussteigen. Also es war schon eine Niederlage für mich und ich versuche das jetzt hoffentlich wieder wettzumachen. Also ich suche ein bisschen so die Revanche für letztes Jahr. Nach der glücklosen letzten Saison hofft vor allem er selbst auf ein besseres Jahr 2013. Der Arnstädter ist motiviert wie nie. Das ist immer mein Antrieb im Training und auch im Rennen, mich gegen die Besten auch so durchzusetzen und zu bewähren, weil ich denke, man braucht auch diesen Trieb immer nach oben zu wollen, gerade auch als Sprinter. Man muss sich ja immer wieder durchsetzen und beweisen. Marcel Kittel, ein ernstzunehmender Gegner im Sprint. André Greipel will aber vor allem Mark Cavendish angreifen, der sich von seinem Teamwechsel zu Quickstep einen Schub nach vorne erhofft. Cavendish hat natürlich, mit dem ist immer zu rechnen, genauso wie mit Kittel und Degenkolb. Und ja, Marcel Kittel, denke mal, ist ganz und gar nicht zu unterschätzen. Die Favoriten sind also klar, jeder will sich durchsetzen. Für André Greipel wird es wohl schwer, die letzte Saison zu toppen. Trotzdem wird der 30-Jährige wieder angreifen. Gut, 20 Siege sind natürlich immer eine Hausnummer, ja. Mir würde reichen, wenn es natürlich auch wieder 3 Tour-Etappen werden können. André Greipel und Marcel Kittel. Beide starten in Australien in die neue Radsaison. Beide rütteln am Thron von Supersprinter Mark Cavendish.